Ja, so, ich muss leider nochmal von vorne anfangen. Die letzte Aufnahme ist leider ein bisschen gecrashed. Daher, aber ist auch nicht so schlimm. Spielen wir das Tutorial nochmal. Und somit ein schönes Hallo und willkommen zu einem neuen YouTube-Projekt von mir. Vielleicht ziehe ich es endlich mal durch bis zum Ende und lasse nicht irgendwie ein Dreivierteljahr verstreichen, bevor ich einen Endgegner mache. Ich lasse das Intro mal laufen und bin in der Zeit mal kurz still. Da sind wir schon wieder. Da wir mit Controller spielen. Qualitativ schönes Spiel. Also wirklich, ich hab dieses Intro jetzt einmal gespielt schon. Da ist mir leider die Aufnahme abgestürzt. Deswegen spiele ich es halt gerade nochmal, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also qualitativ ist das schon echt was ganz, ganz Feines. Hier war lang, links, rechts. Das kreuzt sich eh immer gleich Weg. Oh, da sind ja welche. Ja, so ist das. Oh, ich habe den Check gar nicht angewendet. Ich kann gar nicht mitlesen, was hier geschrieben wird. Viel Spaß noch, schlaf nachher gut. Danke, schlaf du auch gut. Das Spiel ganz kurz geleckt. Stream die Avatare stören ein bisschen. Oh, suffering. This is my home. My village. Turn back, spirit guide. Ich soll gehen. Er hat die für schweren Angriff. Den kann ich aufladen, sehr cool. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Das war. Ach, man kann sogar sprinten.
Gut zu wissen. Das wusste ich auch noch nicht. Das ist schon, grafisch ist das schon echt schön. Ich weiß es leider so ein bisschen schon den Weg, wo ich lang muss. Von dem Vorgeplänkel hier. Aber ich finde es immer noch atemberaubend, wenn man diese Treppe hochgeht mit dem. Das ist schon. Er ist schon geil. Das ist schon richtig sick. Ich weiß auch gar nicht, welche Auflösung ich spiele. Was wird schon passen? Ah ja, Doppelsprung gab es ja auch. Ich finde den immer noch so gut. Weg sind sie wieder. Schon süß gemacht, auf jeden Fall. Also ich bin gespannt. Also das Spiel hat sehr gute Bewertungen gekriegt, eigentlich soweit ich das mitlesen konnte. Ich mache mir jetzt mein eigenes Bild. So, finde die Rod. Ach so, ja, stimmt. Ich glaube, die Musik sollten wir ausmachen. Die Musik ist echt irgendwann irritierend, glaube ich, habe ich das letzte Mal schon gesagt. Let's go. It's me, it's Rodio. Ich hab jetzt auch gemerkt, wo die ganzen Viecher gewesen sind gestern. Vorgestern. Aber ich glaube, das zeigen mir die beiden anderen. War nicht hier am Baum was? Nee, die darf mir hinterher. Erstmal hier hoch. Zack.
Okay, alles klar. Also man kann mit den Viechern auch interagieren. Mit den Rods, mit den kleinen... Wie wollen wir sie nennen? Wollen wir sie Klöße nennen? Wir nennen sie kleine Klopse. So ein Schild. So. Die sind echt schon irgendwie, haben sie ja was, die Jungs. Einer fehlt mir jetzt noch. Sammeln mehr Rotz, um das Viech zu heilen. Den kaputt zu machen. Ach ja, hier oben war noch einer. Hier drin. Warte mal, hier war doch auch so ein Trick. Ah, die Kiste konnte man aufmachen. Ach, war hier nicht einer drin? Stimmt. Haben wir das erste doch schon geschafft. X um... Ich kann sie bestimmt nur, auf bestimmte Gegenstände schicken. Aber das ist nicht so schlimm. Weil wie gesagt, ich habe das Tutorial schon gespielt. Da weiß ich, dass ich das so machen muss. Ach ja, genau, die sind ja verängstigt, dann hauen die hier ab, die Jungs. Oh. Alter, komm.
Aber dafür, dass die auch noch laufen kann. Eigentlich ist sie schon relativ schnell, finde ich. Das hatte ich letztes Mal. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Aber jetzt weiß ich auch, wie das geht. Was haben die jetzt gemacht? Na ja, gut. Mal hier noch oben durch. Kann ich noch irgendwas machen? War, glaube ich, hier hinten noch irgendwas. Genau, das hier, das konnte man einsammeln. Diese Truhe hier, da kann man irgendwas damit machen. Genau. Ansonsten war hier, glaube ich, nichts mehr weiter. Nee. Jetzt müssen wir hier rüber und hier rüber. Und da kommt schon der erste Endgegner. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know you are kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Stay here, spirit. You must move on. You are the one who does not belong. Oh well. Jetzt kriegt der Klopp. Abandon my people. Oh nee, der kriegt Klopp. Ich glaube, sie soll angreifen. Da. No, glaub sie. No, glaub sie.
You can come out. It's safe now. Look, Saya, she cleared away the poison. The little guys can eat it. They love it. My name's Kana. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was, with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the gross poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Our brother Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Tar and we'll take you to the mountain shrine. Hilf Taro zu fangen. Ich würde sagen, hier beenden wir die erste Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit YV. Wie auch immer. Bis gleich im